lernen. Und zwar, in diesem Video gibt es wieder große Sachen zu verkünden. Es geht los, es ist ein bisschen ernster das Thema. Es ist eine sehr große Investition für das Unternehmen JP Performance. Es ist ein neuer Weg. Es ist auch eine Partnerschaft, die wir da eingehen. Und zwar geht es um das Thema Motorsport. Weil ich finde, dass Motorsport in Deutschland so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. An den Rennstrecken sind kaum noch Leute. Es ist nicht so ein wirkliches cooles Ding mehr. Die meisten Jungs, es klingt hier total kacke. Aber ich habe mir gedacht, dass im Motorsport ein Team fehlt, was so ein bisschen was so ein bisschen Outlaw ist, was so ein bisschen wild ist und so ein bisschen durchgeknallt ist, aber trotzdem der professionelle Gedanke wirklich rüberkommt. Genau wie bei uns, weil bei uns auf dem Channel ist es ja auch so, man hört das und JP Performance sagt, er ist nur ein Spinner und dann sieht man irgendein Video, wo man was erklärt und dann sagt man, ja, hat ja doch irgendwie Ahnung. Und genau diesen Spagat wollen wir auch im Motorsport machen. Motorsport kann auch cool sein und Motorsport kann auch lustig sein und Motorsport kann auch locker sein. Und aus diesem Grund haben wir eine Partnerschaft und wir werden ein Rennteam machen in 2018. Und nicht nur 2018, die beiden Kandidaten, mit denen wir das machen, die sind auch da. Die holen wir gleich mal dazu. Was hast du, wir gehen einfach mal rüber. Ja, wir machen das Ganze mal so ein bisschen locker flockig. Hallo Freunde. Hallo. Moin. Der Jan und der Lukas sitzen beide hier. Ich habe schon ein bisschen ein fremdes Vorwort habe ich schon rausgehauen. Die Leute wissen schon grob, worum es geht. Doch ich habe mir gedacht, ich setze mich mal zu euch. Mhm. Und zwar habe ich gerade gesagt, dass das Thema Motorsport ja in Deutschland so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Die Leute nicht mehr wirklich dahin gehen wollen und alles ist so ein bisschen steif und so ein bisschen uncool. Und da war das Thema Motorsport ja, denke ich mal, schon wirklich bei uns ganz gut platziert, dass man das Ganze so ein bisschen lockerer, ein bisschen moderner und trotzdem den sportlichen Aspekt im Vordergrund hält, aber das Ganze mal ein bisschen lockerer sieht. Weil viele Teams sind sehr steif und verbissen. Hast du jetzt gesagt. Ja, man traut sich das wirklich nicht zu sagen, aber ich denke, was im Motorsport geht es ja auch darum, es geht ja um den Spaß. Es ist ja nicht so, dass wir der Held der Welt werden wollen, sondern es geht ja auch um Unterhaltung, es geht um Sport. Und Sport ist ja eigentlich eine Sache, wie ich meine, dass es ja auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor und Spaß haben sollte. Ja, ein bisschen dazu. Ich glaube, wenn du keinen Spaß an der Sache hast, wirst du niemals erfolgreich. Genau. Und wenn du jetzt so alle Teams dir anschaust, ohne da irgendjemanden auf den Schlips zu treten, da musst du ja immer vorsichtig sein, aber die machen ja alle das Gleiche und wenn da irgendein Fan mal kommt oder ein kleiner Junge und will sich mal in den Schrubber reinsetzen, dann kriegen die ja fast einen Schlaganfall. Genau, und es ist ja vollkommen egal, ob du dich da reinsetzt. So, da kann ja nichts passieren. Nein. Und du kannst ja den Leuten das bisschen nahe bringen, weil die Motorsportwelt sagt ja immer, oh, das ist unsere Motorsportwelt und alles andere interessiert uns nicht, was ja völliger Quatsch ist. Ja, du musst ja da raus, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung raus, ein bisschen Erlebnis machen. Einmal das und die Fans finanzieren. Man darf sie auch nicht wirklich mal einbilden. Zum Beispiel die Möglichkeit, die uns gegeben wird, ist ja auch durch Sponsoren. Also Elten-Sicherheitsschuhe ist derjenige, der uns ja auch den größten Schritt ermöglicht, diesen Schritt zu gehen. Und da muss man auch eine gewisse Dankbarkeit auch an denen zollen. Also wenn ihr könnt gerne mal vorbeigucken auf der Seite, ob bei Instagram oder bei Facebook, egal wo. Diesen Weg, den wir hier gehen, den können wir nicht alleine gehen. Nee. Den kann Ringpolis nicht alleine gehen, den kann der Lukas nicht alleine gehen, den kann JP Performance auch nicht alleine gehen, weil dafür ist Motorsport auch oftmals zu teuer geworden. Ja, es ist auch zu kompliziert einfach. Ne? Du brauchst so viel und du musst so viel stemmen und machen und tun, das geht halt nicht. Genau. Ganz kurz, Jan fährt, Lukas fährt, ich bin Mädchen für alles, ich mache Kaffee. Ich wechsle Reifen gerne. Das ist immer gefährlich, wenn einer, der keinen Kaffee trinkt, Kaffee macht. Das ist ja schon vergessen. Nein, aber für all die, die nicht wissen, was der Lukas bis jetzt gemacht hat, wir machen mal so einen kleinen Geschichtsporn zum Thema Lukas Luhr. Los geht's. Don't sweat the technique. Ein bisschen in die Ecke fahren, ne? Ja, so ein bisschen. Ja. Habe ich schon hier und da ein, zweimal gemacht. Gut. Das ist ja schon mal gut. Ja. Stell dir mal vor, du hättest jetzt einen Führerschein seit 2 Wochen. Ja gut, du brauchst ja keinen Führerschein. Nee, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Du hast ja seit 4 Wochen. Ja. Gott sei Dank. 6 sind, glaube ich, mittlerweile. Ja, gut. Jetzt kommen wir zu der kleinen ersten Problematik.
Wir haben uns sehr lange Gedanken gemacht über einen Namen. Wir haben verschiedene Namen. Es gibt auch mehrere Problematiken, auch wie das Auto aussieht. Wir können euch mal, weißt du was, wir machen mal eben, wir haben so 3-4 Designideen zu einem Auto. Die machen wir jetzt einmal rein. Genau, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber das sind so die Ideen, die wir gehen wollen, wie das Ganze so aussehen könnte. Jetzt kommen wir zum Thema Namen. Was schlägst du vor? Schwierig. Ihr seht, der sportliche Aspekt ist im Vordergrund. Ja. Name. Fabian, was hast du? Ich bin eigentlich immer noch Fan von dem Entwurf, den wir zuletzt hatten, Iron Force. Ich finde Iron Force auch gut. Iron Force bei Ring Police oder bei JP Performance und Ring Police, egal wie, finde ich cool. Aber wir haben noch gehabt... Wingman. Wingman finde ich auch Wingman. Geil. Fast haben wir gestern, hast du gestern Abend noch... Stimmt, gestern Abend habe ich noch einen, ist mir noch einer eingefallen. Fast, weil es sehr optisch sehr stark ist und sehr kurz ist. Wir hatten auch noch so lustige Team Love. Ich finde ja Team Love, also finde ich ja mega. Ja, stimmt eigentlich, jetzt so unter dem Aspekt. Brother Love für den Teamchef. Brother Love. Ja, ich fände ganz cool, wenn die Leute auch was drunter schreiben können noch. Wenn die einfach, aber wirklich, dass das Ding ist, eine gewisse Seriosität muss dabei behalten werden. Wir dürfen nicht voll am Kabel drehen. Das heißt, Godehard Racing oder sowas finden wir auch lustig. Nur, es muss für jeden prägnant verständlich sein. Ne? Also deswegen so Begriffe wie Fast, Love, Wingman oder Iron oder Iron Force oder all sowas. Es soll eine gewisse Attraktivität haben an sich. Man muss nicht viel... Also das ist immer schlecht, wenn Name... Ich sage jetzt mal einfach dabei, wie wir das so machen. Die Idee mit dem Rennteam ist jetzt 8 Monate? Ja, ungefähr. Ja. 7, 8 Monate? Ja. Sind wir damit schwanger und immer noch keinen Namen. Sehr gut. Zeigt aber auch. Aber Ideen haben wir schon. Ja. Nein, aber ihr sollt nicht denken, dass wir uns jetzt hauptsächlich um den Namen Gedanken machen, sondern es geht halt schon wirklich darum, wir wollen zeigen, dass man professionell sein kann, dass man ein gutes Team hinstellen kann, dass man sportlichen Erfolg haben kann und trotzdem Humor haben kann. Und das auf eine sympathische Art und Weise. Natürlich wird es Videos davon geben. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr dem Team auch folgen würdet, also wenn ihr dem Team eure Sympathie auch geben würdet, weil ich finde, Motorsport hat es verdient. Weil Motorsport ist auch einer der Gründe, warum viele automobile Möglichkeiten heutzutage im Straßenverkehr so sind, wie sie sind. Das wäre ohne Motorsport auch nicht wirklich möglich. Aber ich finde, Motorsport muss einen gewissen Touch von... Ja, muss so ein bisschen wie so ein Astronaut, weißt du? Das muss so ein bisschen... Cool sein. Cool, bisschen verrückt. Genau. Ja, aber trotzdem mal professionell. Und viele Leute finden Motorsport ja grundsätzlich mal geil. Ja. Sagen aber, oh, da gehe ich nicht hin, weil da komme ich überhaupt nirgendwo dran und alle sind so doof zu mir und fühlen sich da nicht wohl. Und ich glaube, wir drei machen das dann so. Wir wollen ja, dass die Leute zu uns kommen und sich bei uns wohlfühlen. Genau. Und auch mal unter das Auto legen können. Und auch, es gibt ja auch keine doofe Frage zum Motorsport. Nein. Es gibt nur doofe Antworten. Und den Leuten dann einfach mal ein bisschen näher bringen, dann sagen, hey, Motorsport kann auch cool, lustig, aber trotzdem professionell sein. Also das eine muss ja das andere nicht ausschließen. Ja, das ist halt auch, ich bin halt auch 3 Jahre VLN gefahren und das, was ich da gelernt oder gemerkt habe, ist, sobald du zu einem Team dazugehörst, denkt ja jeder sofort, ich bin ultra geil. Und ich besser nicht ansprechen, weil meine Geilnis kann euch alle zu Tode strahlen. Ist ja wirklich so. Und ich meine, in der VLN ist es noch am wenigsten. Aber fast alle Rennserien außerhalb der VLN, eieieiei. Ja, und der muss nicht ein Teammitglied sein, der hat nur so eine Jacke da an und läuft da irgendwie rum und macht irgendwas. Ja, also nicht mal, dass der jetzt... Ist ja, je höher im Team die Hierarchie ist, ja, oder je Rang höher derjenige ist, desto geiler ist der ja. Ja, und wir wollen jetzt keinen auf den Schlips treten, es gibt auch wirklich viele coole, gibt es wirklich, aber es gibt auch viele uncoole. Ne? Also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm ziehen, auf keinen Fall. Aber wir wollen auch mitmischen und das werden wir auch. Und zwar das Team Ring Police mit JP Performance und Lukas Lohr. Wir ziehen los und zwar in der GT Masters. Das heißt, GT Masters ist auch noch eine Rennserie, die ist sehr, sehr, sehr professionell. Da geht schon heiß her. Das heißt, wir starten nicht klein, sondern wir haben uns gedacht, wenn, machen wir das richtig.
Ja, ich meine, wir haben ja auch schon ein bisschen Erfahrung und so ist es ja nicht. Mal schon mal was gemacht. Ja, wenn die Köderei viermal rauf und runter fährst, ist ja schon gut. Das ist eben auch unser Riesenvorteil. Bei uns gibt es immer Champagner. Ne? Ja. Godehard, der hat ja immer Prosecco dabei. Das ist halt. Nein. Also, doch. Also für mich sowieso nicht, weil ich trinke keinen Alkohol, aber der Godehard, ne, der hat ja auch auf, das werdet ihr nachher alles noch, wir haben noch ganz viele lustige Sachen für euch. Das, was meinst du, wie blöd Rolls-Royce guckt, wenn wir den GT3 Phantom aus dem Enger schieben? Ja. Drop top. Ja, sieh. Genau, also wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, schreibt was drunter und wir wollen wirklich angreifen, Gas geben. Das ist keine Nummer, die jetzt irgendwie kurzfristig ist. Ich nehme das auch nicht auf die leichte Schulter. Für mich ist das wirklich eine Herzenssache, eine wichtige Sache, auch eine große Investition für alle Mann. Es ist also nicht jetzt irgendwas, was halbherzig ist, sondern das ist wirklich eine ernste Nummer. Obwohl wir lachen, das geht nämlich auch. Ich wünsche noch viel Spaß. Hab euch lieb. Piep, piep, piep. Tschüss.